Es gibt einen Mann, der im Bigs doch eine sehr tragende Rolle spielt. Und alle, die, denen ich jetzt den Namen sage, werden sagen, ja klar, das war ja logisch. Obi Jene, großartiger Schlagzeuger, Konzeptionist, Bandleader und Nichtsänger. Du kennst ihn ziemlich gut, auch seinen hohen gastronomischen Anspruch. Was meinst du denn so aus deiner Erfahrung? Was braucht man denn für den? Also wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche, ist der Obi ja relativ gewissenhaft und trinkt vor der Show ganz viel Kaffee und stilles Wasser. Und nach der Show trinkt er gern Weißwein und lässt sich gelegentlich auch im ersten Stock mit dem leckeren Whisky ganz gut gehen. Aha, dann wollen wir doch mal gucken. Aber ich gehe mal davon aus, dass er bei dem Interview jetzt kräftig schwitzt. Wollen wir erstmal Wasser probieren? Ja, das Plastikflaschenwasser am besten. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Obi, schön, dass du da bist. Mini, danke, dass ich da sein darf. Na klar, wer sonst? Wir haben uns eine Weile nicht gesehen. Das passiert uns sonst nicht so oft. Das kann man so sagen, ja. In den letzten 20 Jahren war das eigentlich mit so die längste Zeit, die wir nichts gemacht haben. Mit Abstand. Haben. Aber mit großem Abstand. Mit großem, großem Abstand. Was machst du eigentlich die ganze Zeit? Ich meine, du bist ja Schlagzeuger. Du bist ja Unternehmensinhaber mit deiner Agentur. Als Familienvater hat man immer zu tun, das ist klar. Ja, und dann lebst du halt auch immer so vor dich hin. Aber der Schlagzeuger und der Unternehmensinhaber, was machen die denn gerade? Der Unternehmensinhaber hat ja definitiv mit denselben Dingen zu tun wie der Schlagzeuger, nämlich mit Konzerten oder Veranstaltungen, Durchführung von Konzerten, künstlerischen Konzepten und all dem, was rund um eine Bühne passiert und so wie wir uns leider nicht sehen, weil wir normalerweise in der Gegend rumfahren wie die Irren und irgendwo unsere Instrumente aufbauen, Menschen beglücken und dann wieder heimfahren oder auch nicht. Oder was wir hier dann auf der Bühne tun, wenn wir in Stuttgart sind, wenn wir nicht woanders spielen. Ja, das hat natürlich gerade eine kleine Pause. Eine, sagen wir mal, ein Sabbatical sozusagen. Sabbatical, okay. Mal positiv ausgedrückt. Manche Leute machen Sabbatical, denke ich mir manchmal. Und wir müssen alle jetzt Sabbatical machen und uns sozusagen, was man in einem Sabbatical tut. Ich habe eigentlich nie drüber nachgedacht, das zu tun. Aber ich denke mal, sich sammeln und neue Ideen entwickeln, neue Kreativität ausprobieren und sich sozusagen auch, sag mal, in der Positionierung, in der künstlerischen Positionierung einfach, ja, vielleicht weiterentwickeln mit dem Verzicht auf das tägliche Business, was bei uns ja heißt, Musik machen. Spielen, spielen, spielen. Ja, die Wahrheit ist ja, dass der Obi und ich meistens durch die Gegend fahren und der Obi fährt und ich schlafe. Aber das ist natürlich eine andere Geschichte. Der Mann kann unglaublich schnell einschlafen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Da ist man gerade mal noch nicht mal am Stadtrand von München und der schläft schon. Naja, München ist ganz schön groß jetzt kommen. Aber ja, aber das ist für mich gut. Ich brauche gar keinen, ich muss gar nicht unterhalten werden beim Autofahren. Stimmt, du telefonierst ja die ganze Zeit. Nö, aber ich mache mir gerne Gedanken. Das sind so die ruhigen Minuten, die ich habe, wenn ich so nachts durch die Gegend fahre. Auch das fehlt mir erstaunlicherweise. Ja, nicht nur der Applaus davor, sondern auch die ruhigen Minuten und Stunden. Und die Chipstüten, die du daneben hier immer näher frisst. Mhm. Mhm. Ich weiß es genau. Aber vielleicht können wir mal, du hast ja doch einiges auch an Output geliefert im Jahr davor und es ist, glaube ich, alles noch ziemlich frisch. Und hier gibt es einen Output, der uns natürlich mit dem Bigs sehr, sehr gut gefällt, weil da gibt es eine Platte, die... Oder, auch eine Platte, auch eine Produktion, eine CD und auch eine DVD. Die von dir geleiteten Soul Diamonds, die hier einmal im Monat spielen, eine sehr erfolgreiche Reihe. Und das Ding heißt auch noch Live at the Bigs, das freut natürlich sehr. Und was passiert da gerade, was ist da drauf, was ist das? Also wenn du willst, kannst du mal die Folie da wegmachen, dann können wir das von drinnen zeigen. Ja, natürlich. Gut, klar. Dann erzähl mal, du so lange. Die verschenken wir gleich. Und also Soul Diamonds Live at the Bigs, die Band habe ich, der Band habe ich zum 10-jährigen Bestehen eine Live-DVD, CD und auch LP, jeweils einen Doppeltonträger, spendiert.
Und jeweils die erste CD, das vergessen viele so ein bisschen, ist eine Ansammlung von eigenen Stücken der Bandmitglieder. Also die meisten Stücke wirklich einfach wirklich Originals, und die zweite sind dann speziell zusammengefügte Selections, nenne ich das, 3-4 Stücke, die in einem ähnlichen Tempo passieren und die kunstvoll in schönen Versionen und mit schönen eigenen Soli und glanzvollen Momenten zueinander gefügt sind. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie das schön das hier aussieht, wenn man diese LP aufklappt, das ist ja, das wissen die jungen Leute ja gar nicht, wie schön eine Schallplatte ist, nicht nur anzuhören, analog, sondern auch anzuschauen, wenn man so ein Cover gestalten kann. Jeder Grafiker freut sich, wenn er den Platz hat, wie hier zum Beispiel das Bix einfach in seiner ganzen Herrlichkeit. Ja, man kann es auch mal so sagen. Auf einer CD hat man es ja teilweise noch drauf, aber nirgendwo siehst du dann auch zum Beispiel mal eine Musicians List. Ich merke das immer an den Studenten, die quasi nur noch CDs kennen oder nur noch irgendwelche MP3, was weiß ich, von wem jetzt wieder runtergeladen. Und dann wissen die überhaupt nicht, die wissen teilweise nicht, wer bei Miles Davis mitspielt. Und das ist einfach auch, wenn ich kurz einhaken darf. Wahnsinn. Ich finde das auch Wahnsinn bei Apple Music oder Spotify, bei diesen Dings da. Da stehen einfach keine Musiker drin. Und ich meine, Musiker sind ja einfach auch wichtig. Also irgendwie schon. Sängerinnen sind auch schön und Bandchefs, aber Musiker sind eigentlich mindestens genauso wichtig. Die machen ja irgendwas. Also auf jeden Fall, wenn man diese Platte hat, diese wirklich formschöne, rundeckige Ding, hat man dann das halbe Bix mit reingenommen. Wo habt ihr das aufgenommen? Ja, wir haben es hier direkt aufgenommen. Wie hier? Live. Das ist eine Live-Platte. Und das ist ja das Schöne. Die Platte ist 2019 aufgenommen, hier live, 3 Konzerte hintereinander, 3-mal selbstverständlich hier ausverkauft mit einem wild tosenden Publikum. Das heißt, wir haben die Atmosphäre, die hier einfach im absoluten Extremfall überhaupt passieren kann, haben wir einfach eingefangen und auch in Wort und Bild, zum Glück nicht in Wort, sondern in Bild, Ton und Bild. Und haben einfach dieses ganze Bix-Feeling einfach hier einfach mit drin. Das ist ja das Schöne. Sehr, sehr cool. Und dieses formschön verpackte Ding, das so ähnlich aussieht, aber in klein, was haben wir da? Genau, das ist die Doppel-CD und dann gibt es noch eine Doppel-DVD. DVD? Yes. Doppel-DVD gibt es auch. Also einfach das Ganze wirklich in Bild. Ich habe das jetzt auch teilweise bei YouTube zur Verfügung gestellt, dass man das ein bisschen sieht. Aber ich freue mich natürlich wahnsinnig über jeden, der mich anschreibt und der so etwas zu Hause haben möchte. Einen sehr gut originalen Tonträger. Ja, es ist ja auch mit rund drin und es ist ja auch bald wieder Ostern. Also man kann ja da schon dann mal zuschlagen. Das heißt aber, man kann da mal so vielleicht einen kleinen Preview haben, wenn man dich irgendwo googelt auf oder die Soul Diamonds googelt auf YouTube, dann kann man mal gucken, wie das aussehen würde. Hätte man es tatsächlich selber. Okay, super. Genau. Das hat echt viele von unseren Hardcore-Fans und es gibt sehr viele Fans von den Soul Diamonds, hat es so ein bisschen auch, wie sie mir gelegentlich mal per E-Mail schreiben oder mir im Telefongespräch sagen, einfach über die schwere Zeit gerettet, wo man einfach nicht dieses Live-Gefühl haben kann. Guck mal, da ist ja unser Tisch, da sitzen wir gerade. Ja, da sitzen wir. Eigentlich guck mal da in die andere Richtung. Jetzt spielen wir ja manchmal auch zusammen, das werden manche von Ihnen hier wissen. Du leitest die Band in the Bix, so dass, sagen wir, das musikalische, der Außenminister, der musikalische Außenminister des Bix. Ja, da haben wir gar nichts gemacht in letzter Zeit. Dann gibt es den Nukleus von der Band in the Bix, im Grunde Tri. Ich weiß es nicht. Haben wir mit Tri demnächst mal was zu tun? Wir arbeiten dran, aber wir hätten gehabt, aber naja, wie so viel. Viele Termine stehen mit abgesagt, Ausrufezeichen, in unseren Terminkalendern und wir werden sicher auch erst im Herbst gibt es wieder was richtig Heißes. Bald wieder zu hören sein, ja. Tri ist natürlich ein Projekt, ich denke, das liegt uns beiden sehr am Herzen. Ja. Da sind wir beide schon 2/3 davon und unser lieber Freund Libor Schima, Solofagottist von SWR, Sinfonieorchester und fantastischer Saxophonist und Komponist. Also Hobbyfagottist. Hobbyfagottist. Mit Festanstellung. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das sind schon immer wirklich besondere, intensive Konzerte, die wir da. Oh ja, die vermisse ich sehr. Ich weiß, dass wir im Sommer noch eins hatten. In Füssen. Im Füssen und irgendwie im Schwarzwald hatten wir auch noch mal eins. Und in Füssen und im Schwarzwald haben wir gespielt, genau. Füssen-Kaisersaal, was für ein verrückter Saal. Ja. Und den Altensteig.
genau. Waren wir in Altensteig. Die Menschen waren so begeistert. Wir haben Altensteig gerockt. Wir haben unglaubliche Torten vorher gegessen. Von zwei, allerdings von zwei sehr älteren netten Damen, Damen, die das toll gemacht haben. Ja. Ich hatte eine Rüblitorte. Mann, war die lecker. Das, war das fehlt lecker mir alles. Auch, die Rüblitorten. Ja. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber Band in the Bix, ich meine, im Grunde haben wir ja eine recht eingeschworenes auch Versammlung, die hier immer so kommt. Und jetzt wäre ja vielleicht, jetzt wo wir die Möglichkeit haben, wir können ja mal einen Arndt fragen, unseren technischen Leiter hier. Arndt, meinst du, es wäre grundsätzlich möglich, dass wir vielleicht mal für unsere Freunde des Hauses mal ein paar Minuten, vielleicht so ein Stündchen Band in the Bix aufnehmen? Okay, also Arndt meint, ja, das können gesagt. Wir machen. Aber was meint ihr so? Alle wollen es. Also da müssten wir erstmal auf diese Idee müssten wir jetzt eigentlich erstmal anstoßen. Mit was sollen wir anstoßen? Ah, warte mal. Der Jens hat eigentlich immer den perfekten Drink für unsere Gäste. Wir müssen anstoßen. Können wir ganz kurz ein Getränk haben? Ich bin gespannt. Ah, da kommt der Timo. Ey. Also weil nämlich... Danke, Timo. Yes, also auf diese grandiose Idee und vor allem, dass Arndt sein grünes Licht gibt, das weiß, wie hart er... Arndt ist ein verdammt harter Knochen, wenn es um sowas geht. Komm, wir stoßen mal an. Timo, mit was stoßen wir hier an? Aventura Abonnat. Bitte? Aventura Abonnat, ein schottischer Whisky. Welche Cask Strength? 61,1%. Auf das Bix. Wow. Lecker. Also ich glaube, habe es nachgemacht, aber dass man so Whisky auf Ex trinkt, das wusste ich gar nicht. Ich auch nicht. Das war vielleicht keine gute Idee. Na gut. Du bist ja noch nicht 50. Du musst ja noch nicht alles wissen. Ich bin wissen. Noch nicht 50, nee. aber vielleicht können wir das dann... Boah, tolle Idee von uns. Vielleicht können wir dann aber das mit der Idee weiterverfolgen, mit der Band in the Bix. Wir können ja mal gucken, wer so zurzeit frei ist. Vielleicht haben wir irgendwelche Musiker, vielleicht von den Frankfurter? Genau. Was meinst du? Ja, klar, den Axel Schlosser natürlich, den Lieber Schima, unseren Saxophonisten. Helden. Gibt schon einige. Und eigentlich müsste auch der Olaf, Olaf der hat ja jetzt auch dann Semesterferien, aber auch der wird auch nur, so wie ich auch, vorm Computer sitzen und unterrichten. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, also die Musiker sind ja sozusagen, es gibt ja bei uns auch verschiedene Jobs. Was ich mache mit eigentlich nur Spielen, machen ja die wenigsten. Die meisten, so wie du und auch Olaf, unterrichten ja und ihr habt ja auch voll zu tun. Also ihr sitzt vor eurem Computer und wundert euch, dass die tiefen Kontrabasstöne da nicht rauskommen. Ja, genau das. Es klingt entsetzlich. Und ich glaube, das Allerschlimmste an dieser Unterrichterei bei mir ist, dass wenn man, vor allem bei Skype, fällt sehr auf. Nee, stimmt, ist es Skype? Wie heißt das Zeugs? Ich glaube, es ist Skype. Dass sie spielen, Zoom meine ich, genau. Zoom, wenn da Kontrabass gespielt wird, und Kontrabass ist ja meistens nicht immer so super sauber, also es ist meistens nicht so ganz... Ach komm. Ja, also schon bei den Bassisten, mit denen du spielst, ist es natürlich klar, aber sonst. Und wenn du unterrichtest auf Zoom, plötzlich ist die Intonation überall ganz hervorragend. Und ich glaube, die haben da irgendwas reingebaut. Also das ist... Eigentlich kann man so nicht unterrichten, das geht überhaupt nicht, das klingt furchtbar. Aber wir schaffen auch das und das ist auch bestimmt bald vorbei. Das neue Semester fängt dann an und dann wird alles gut und dann fangen wir wieder an zu spielen. Aber bis dahin basteln wir mal ein bisschen eine Band und guckst du mal, wer kann? Auf jeden Fall, genau. Ich bin einfach Berufsoptimist, sagen wir mal so. Ich kämpfe seit 30 Jahren dafür, dass man als Musiker ein normaler Mensch sein kann, dass man mit Schlagzeugspielen sein Geld verdienen kann und kümmere mich um mich, um viele Leute, die auch davon leben, dass ich akquiriere oder dass ich meinen Job einfach gut mache. Und entsprechend habe ich jetzt einfach, ich schaffe es nicht, den Kopf in den Sand zu stecken. Das ist einfach. Nein, das tut mir sowieso auch nicht. Ganz also, wichtig. Also, du schon gleich gar nicht. Aber das, was du gesagt hast, erinnert mich so ein bisschen an die Anrufe, die ich so kriege zum Thema Bix. Wenn irgendwelche Agenturen anrufen oder das Beste sind irgendwelche Musiker, sagen: Du Mini, wann macht ihr eigentlich, ab wann spielt ihr wieder? Und du denkst so: Frag Frau Merkel oder ich weiß nicht wen oder irgendwen. Also, ja.
Fragen Sie Dr. Drosten. Fragen Sie Dr. Drosten. Drosten wird es wissen. Also, schön, dass du da bist, da bleibst und wir machen einfach schön weiter. Und wir kümmern uns jetzt um die Produktion und basteln das mal. Und dann können wir in den nächsten 2-3 Wochen vielleicht mal das hier unseren ganzen Bixlern eine kleine Band in the Bix exklusiv darreichen. Das ist schön. Das wird super. Gut. Spitzenmäßig. Chaka. Danke. Chaka. Everybody, you have been absolutely amazing. Woo! Yeah. Let me hear you even louder. Thank you so much. Come on. Thank you.